Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht es tatsächlich schon um Leaks für Season 14. Es soll wohl so sein, dass an den Backpacks was geändert wird, etwas entfernt wird, alle entfernt werden oder. In welcher Art und Weise das passiert, die Änderung, ist noch nicht bekannt. Drei Theorien habe ich für euch. Und was ungefähr passieren könnte und warum das vor allen Dingen passiert. Weil jede Season gibt es normalerweise irgendein neues Item oder alle paar Season ein neues Item. Und die Problematik dahinter ist, dass dann alles andere, was es sonst so auf dem Boden zu finden gibt, natürlich seltener zu finden gibt. Ob das Visiere sind, Batterien und so weiter und so fort, spielt erstmal kein Leierkasten. Auf jeden Fall soll es an den Backpacks Änderungen geben. Ob jetzt alle verschwinden, nur eine Sorte oder, ist wie gesagt noch unklar. Theorie Nummer 1, und das ist das, was ich fest glaube, dass alle weißen Backpacks komplett verschwinden aus dem Lootpool und wir von Anfang an schon ein Backpack am Start haben, den weißen, den wir dann quasi nicht droppen oder nur droppen, wenn wir einen blauen mindestens aufheben. Die Theorie könnte noch sein, dass alle Backpacks verschwinden und wir von vornherein alle schon einen massiven lila Rucksack sozusagen am Start haben und vielleicht nur der goldene als einzelner Floor Loot erhältlich ist, damit wir noch die Perks für den goldenen Backpack haben. Oder es bleiben, obwohl es sind ja dann nur zwei Optionen, der weiße fliegt raus, blau, lila und gold bleiben. Das sind jetzt die zwei Optionen. Gibt es noch eine dritte Option? Alle fliegen raus. Alle, also komplett alle rausfliegen, inklusive goldenen, das kann ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall soll es irgendwelche Änderungen dieser Art geben. Ich glaube aber tatsächlich, dass es nur der weiße ist, den wir dann von Anfang an standardmäßig haben, so wie es jetzt schon seit einigen Seasons der Fall ist. Weißer Helm, weißes Body, weißes Knockdown-Schild. Warum man das dann aktuell immer noch auf dem Boden findet, das ist für mich sowieso unerklärlich. Es gibt natürlich Gründe, wenn du ein weißes Körperschild hast, was runtergeschossen wurde, findest du trotzdem immer noch weiße Körperschilder, um einfach zu swappen. Aber meiner Meinung nach könnten die genauso den ganzen weißen Dreck komplett rausnehmen, die Buddies und so weiter und so fort. Einfach, damit der Lootpool ein bisschen interessanter gestaltet werden kann und man nicht so viel Dreck auf dem Boden oder in den Lootbins findet und so weiter und so fort. Auf eure Meinung bin ich wie immer gespannt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.